Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video 7 Days Since Grand Cross. Wir sind im Update angekommen, wie gestern versprochen, heute Turm der Prüfungen, Stockwerk 19, 20 und 21. Anfangen tun wir mit Stockwerk 19. Hier sieht das Ganze wie folgt aus: Wenn wir unsere Ulti 2 Runden lang voll haben mit einem Charakter, bekommt der einen Stat Increase von 500%. Deswegen spielen wir hier mit Fraudrin. Dazu haben wir uns hier den King ausgesucht. Einfach weil er eine starke Ulti hat und natürlich hier, ich habe mir einfach mal Lost Vale Meliodas genommen. Also ihr braucht eigentlich nur zwei sehr starke Charaktere mit AOE-Ultis. Plus, dass King natürlich immer hilfreich ist, sobald Fraudrin tot ist, kann er hier das Team noch beschützen. Was natürlich hier einen Vorteil bringt. Deswegen habe ich mir die beiden ausgesucht und da mein King keine 6-6 Ulti hat, habe ich sicherheitshalber einfach Lost Vale Meliodas dabei. Problematisch kann das Ganze nur werden, dass sie eventuell hier Fraudrin nicht angreifen, aber das sollte im Stockwerk 20 eher ein Problem sein. Aber erstmal zu Stockwerk 19, also hier gehen wir jetzt einfach rein. Fraudrin wird in der ersten Runde getötet, das heißt, direkt eine Runde haben wir dann schon unsere Ultis voll. Dann skippen wir sozusagen dreimal den Angriff oder verschieben irgendeine Karte, warten noch eine Runde, bekommen dann unseren Stat Increase und hauen dann unsere Ultis drauf. Ich hoffe nur, dass er hier jetzt nicht nur Lost Vein oder sowas, ja perfekt. Immer schön. Am besten eigentlich schön auf Fraudrin drauf, war. Die greifen natürlich jetzt hier. Die greifen hier nicht Fraudrin an, wie sie es sollten. Leider. Dann warten wir hier noch eine Runde. So, jetzt wird unsere Ulti gefüllt. Wir müssen aber jetzt halt noch zwei Runden überlegen. Hoffen, dass hier Lost Vein nicht irgendwie eine fängt. Das heißt, wenn ihr eventuell drei blaue Charaktere nehmt, zum Beispiel wenn ihr eine Tamiel 6-6 habt oder sowas, ist es eventuell besser. Wir hauen uns ab jetzt natürlich hier einen Shield. Und die Melee-Karten behalten wir einfach auf der Hand, damit wir mehr Damage machen. Hier ist es sehr wichtig, denn wenn King hier mit seiner Single-Target und ihr habt Debuffs drauf euch angreift, tut es ziemlich, ziemlich weh. Deswegen würde ich euch hier empfehlen, auf jeden Fall King mitzunehmen. Seht, so kommt er auf jeden Fall nicht durchs King-Shield durch. So, jetzt haben wir den Stat-Increase. Schauen uns das Ganze mal an. Sehen, 1,2 Millionen HP, 133.000 Angriff. Und jetzt werden wir das Ganze so machen mit dem Stat Increase, das Team hier vernichten. Die zwei Side Mobs haben einen Revive, das heißt, deswegen die beiden Ultis. Boah, der haut schon mächtig rein, Lost Vein. So, in der zweiten Runde, also Stockwerk 20, kann man theoretisch eigentlich fast genau das gleiche Team nehmen. Es sei denn, man hat die Ults nicht so hoch, dann würde ich empfehlen, eventuell einen Buffer wie Helbram oder halt eben Margaret oder sowas mit reinzunehmen. Bahn haben wir übrigens hinten drin stehen, weil er unsere angriffsbezogenen Werte erhöht. Plus Angriffsessen natürlich, damit wir hier mehr Schaden machen. Hier haben wir halt das Problem, die sind rot, rot und blau. Das heißt, alles deutet eigentlich darauf hin, dass alle Angriffe hier auf Lost Vein gehen. Wir probieren es trotzdem erstmal hier mit Fraudrin und Lost Vein. Wenn nicht, tauschen wir eventuell Lost Vein gegen Tamiel oder sowas aus. Theoretisch könnt ihr auch Traitor Meliodas nehmen. Der hat natürlich auch eine Ult, aber die ist bei mir, glaube ich, nur auf 2,6. Das ist ein bisschen niedrig. Hoffen hier, dass Fraudrin angegriffen wird. Das wäre perfekt. Ja, okay, es geht hier tatsächlich einfach alles nur auf Lost Vein. Wir dürfen aber hier zwei Runden gar nicht angreifen. Dann bekommen unsere Gegner hier einen Stat Decrease. Also gerade hier eher unsere Elatte bekommt dann hier einen immensen Stat Decrease von knapp 900k HP. Jetzt dürfte sie um die 1,5 Millionen, genau, minus 900.000 dann. Wir dürfen aber halt nicht angreifen, das heißt, wir müssen
hier auf jeden Fall. Wobei, wir können ja dann schon mal, wenn hier sowieso niemand angegriffen wird, ein bisschen Karten verschieben. Denn mit Braudin funktioniert es leider nicht so wie erwartet. Ich glaube, wenn Meliodas jetzt stirbt, nehmen wir Tamil einfach mit rein. Ja, okay. Wir probieren das Ganze nochmal mit Tamil. So, jetzt haben wir Tamil im Team. Tamil hat bei mir eine 6-6 Ulti, Triple Death Set an, also auch knapp 20.000. Ich denke mal, die King Ulti und die Tamil Ulti sollten lang. Da wir jetzt alle drei blauen Charaktere haben, wird Fraudin, weil er die geringsten Stats hat, sehr, sehr wahrscheinlich getargetet. Und dann sollte das Ding auch hier kein Problem sein. Sehr schön, jetzt läuft alles nach Plan. So, wir bekommen unsere Ulti, bekommen sogar hier eine King-Karte gemerged. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch auf den Stat-Decrease. Zwei Runden lang müssen wir hier ein bisschen Angriffe einstecken. Oh, vielleicht war ein Angriffsset auf Bahn, was schlecht ist, nicht so die beste Entscheidung. Noch ist der Statue Crease nicht da. Nee. Also müssen wir hier noch eine Runde aussetzen. Sehr schön, dass die Tamil angreift. Oh, okay. Bahn überlebt das hier tatsächlich. Wir haben echt Glück. So, wenn wir jetzt auf Elate gucken, sehen wir, dass sie hier einen dicken Stat Decrease von 900.000 bekommen hat. 13.000 Def weniger, 12.000 Angriff weniger. Und das werden wir jetzt hier ausnutzen. Ich würde sagen, wir holen uns erst ein Shield, hauen dann die Ulti von King und dann die Ulti von Tamil rein und hoffen, dass es langt. Mit einer 6-6 Ulti ist das Ganze natürlich wesentlich einfacher. Ja, aber wir sehen, es hat nicht so viel gebracht. Der Stat Decrease ist natürlich jetzt wieder weg. Ja, der Stat Decrease ist weg. Sie hat wieder 42.000 Def wegen verteilungsbezogenen Werte plus 100%. Wir werden uns doch hiermit ein Shield holen, damit wir auch die Ulti bekommen. So dauert der Kampf zwar etwas länger, aber so ist er auf jeden Fall zu schaffen. Wir könnten jetzt das Team umstellen, dass wir das in maximal schneller Geschwindigkeit schaffen. Das Ganze werden wir jetzt nicht machen. Denn ihr sollt sehen, dass ihr einfach nur zwei Charaktere braucht, die eine starke Ult haben. Und am besten einen King, damit ihr nicht so viel Damage bekommt. So, Ulti von King haben wir. Also warten wir wieder auf den Stat Decrease. Oh. Der tat weh. Naja, okay, wir wollen jetzt tatsächlich hier nicht
zwei Ultis abbekommen. Hm. 218.000 HP. Ich denke, wir legen das Ganze hier ohne Stat Decrease. Denke mal, die könnte sogar lang. Ah, ganz knapp nicht. Ganz knapp nicht. Also wir brauchen hier natürlich deutlich länger, als man im Idealfall brauchen sollte. Ja. Wenn ihr natürlich einen King 6-6 habt und einen Buff-Charakter wie Helbram oder Margaret, kriegt ihr das Ganze natürlich deutlich schneller hin. Aber ich denke mal, die wenigsten von uns haben einen King auf 6-6. Und deswegen gehen wir hier diesen Weg. Oho. Was? Sie schafft tatsächlich noch hier unseren Tamiel zu killen. Also langsam wird es tatsächlich echt knapp. Aber ich hoffe mal, das sollte lang. Perfekt. Also wie gesagt, wenn ihr das Ganze natürlich auf dem möglichst schnellsten Weg machen wollt, King 6-6 Ulti, Frau drin drinne, dann noch Margaret und oder Helbram. Das heißt, ihr packt am besten Margaret mit vorne ins Team statt Tamiel. Und hinten packt ihr Helbram ein oder umgekehrt, besser sogar Helbram vorne, Margaret hinten. Dann ist zwar ein bisschen Glück, ob ihr die Buffkarte bekommt, aber im Normalfall reicht die 6-6 King Ulti, um das Ganze hier zu beenden. Aber da ich keine 6-6 King Ulti habe, war das jetzt der Weg, den ich gegangen bin. So, jetzt sind wir in Stockwerk 21 angekommen. Das ist das Team, was ich dafür benutze. Und zwar in Stockwerk 21 sieht es wie folgt aus: Wenn wir einen Charakter mit der Qualität R, SR und SSR im Team haben, bekommen wir einen 70% Basiswert-Push, also unsere Werte werden um 70% gesteigert und das Ganze ist bis zu 5 Runden stackbar. Das heißt, wir müssen einfach nur die Runden abwarten und werden mit der Zeit immer mehr Schaden machen. Haben wieder King dabei, einfach damit wir weniger Schaden machen und niemand aus dem Team stirbt, denn sollte uns der R- oder SR-Charakter wegsterben, dann kommt Bahn aufs Feld, 2 SSR-Charaktere, die Stacks sind hinfällig. Mamas haben wir dabei, weil er einfach die HP-Werte um 30% erhöht. Wir haben den blauen Meliodas dabei, einfach weil ich für den einen HP-Dev-Set als UR habe. Und wir haben King dabei für den Schaden. Und so gehen wir jetzt einfach rein. Wie gesagt, einfach nur darauf achten, ein R, ein SR und ein SSR-Charakter, welche ihr im Endeffekt benutzt, ist egal. Ich empfehle halt immer King für das Shield, damit niemand wegstirbt. Aber ich glaube, so immens viel Schaden dürften die gar nicht machen. Okay, sie machen doch ein bisschen Schaden, also King sollte schon am Start sein. Mamas wird hier übrigens immer getargetet, das heißt, wenn ihr Mamas dabei habt, bietet sich's an, Tamiel ihm als Link hinzusetzen. So wie ich das gemacht habe, damit er sich hier immer wieder voll heilt. Haben wir schon einen Stack? Wir haben schon einen Stack, wie ihr seht, 70% mehr. Hoffen natürlich, dass wir immer wieder King-Karten bekommen, damit wir uns das Shield draufhauen können. Ja klar, so viel Mamas-Karten habe ich jetzt auch nicht gebraucht. Sehen, das Einzige, auf was wir achten müssen, ist, dass Mamas hier nicht wegstirbt. Deswegen haben wir Tamiel als Link drinne. So, wir werden... Hm.
Ich hoffe mal, dass wir irgendwie auch eine King-Karte ziehen. Für die nächsten Runden. Wir sehen, wir machen immer, immer mehr Schaden. Really? Wir haben nicht eine King-Karte bekommen. Das ist natürlich belastend. Das ist richtig belastend. Den Stat Decrease wird Tamiel hier leider nicht bekommen. Haben leider kein Schild, um Tamils Ulti hier abzuwehren. Ob das eventuell nicht ein Fehler war, okay, es geht. Wir haben mittlerweile so viel Stats, dass uns die Ultis hier nicht mehr so viel ausmachen. Boah. Hoffen, dass hier zum Glück Mamas nicht nochmal angegriffen worden ist. Aber wenn wir uns jetzt unsere Stacks angucken, sehen wir, wir sind schon ziemlich, ziemlich overpowered jetzt. Werden das Ganze so machen. Ich denke mal, für die Side-Mobs sollte das schon fast langen. Tamil ist jetzt alleine. Wir bekommen endlich die Ultis und sollten den jetzt auf jeden Fall shotten können. Ich glaube, jetzt ist auch genau gleich die fünfte Runde. Sehen natürlich, für was King natürlich auch gut ist. Er wird ihm jetzt die Haltung runternehmen, mit dem er natürlich hier seinen Schaden enorm verringert. Das heißt, wir greifen so an. Dann die Ulti von Melly und ein Single-Target hinterher. Oh, entfernt Schwächungen nur. Oh. Hat ja gar keine Haltung entfernt, sondern nur Stärkungen, nur Stärkungen auf dem Feind. Schade, ich dachte eigentlich, ich nehme die mit runter, aber manchmal denke ich ein bisschen zu schnell. Aber das war's auf jeden Fall mit Stockwerk 21. So haben wir Stockwerk 19, 20, 21 durch. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.